Hallo ihr Lieben, ich bin's Ayobe und wir spielen zusammen Sims 3, die 100 Baby Challenge. Ja, und ich muss diese Folge nochmal aufnehmen, obwohl ich sie eigentlich schon lange im Kasten habe, hatte, wie auch immer, aber mein Spiel ist abgestürzt. Ich konnte den Speicherstand nicht speichern, den Spielstand. Dann habe ich gesagt, gut, dann machst du die Folge nochmal neu, damit dann auch wirklich alles so ist, wie es sein soll. Ja, und dann bin ich in eben dieses Spiel wieder reingekommen und habe dieses Bild vorgefunden und war doch etwas erstaunt. Jonathan, was machst du da mit Anna? Beziehungsweise Anna, was hast du mit Jonathan gemacht? Ja, die Aufklärung ist hier. Er wirft ihr vor, eine Diva zu sein. Und sie hört sich die Beschuldigung an. Wobei, das sieht ja schon ein bisschen, ne, nach Ohrfeige aus. Ich hoffe mal nicht. Aber wir gucken mal rein. Nein, es scheint sich wieder zu beruhigen. Gut, das ist jetzt das anfängliche Bild, ja. Tut mir leid, nein, bleib mir weg. Lass mich in Ruhe. Was hat sie eigentlich? Okay, den möchte ich wegen Kontakte knüpfen. Okay. Das will ich gar nicht. Ich wollte hier mal gucken und zwar. Ja, Tracy, dann unterhalte dich mal mit Helen. Heute sind immer gut. Oha, die haben aber keine gute Beziehung. Was ist mit ihm los? Er räumt gerade auf. Dann geh erstmal essen. Ah ja, und genau. Tracy. Moment. Ja, ist alles dreckig. Ich versuche jetzt gerade das Bild zu kriegen. Tracy habe ich ihren Wunsch erfüllt. Sie hat eine neue Frisur. Haare gefärbt, also eine Typveränderung. Ich hoffe, es gefällt euch. Mal was anderes. Ich bin gespannt, ob jetzt ihre ganzen Kinder braune Haare bekommen. Ich hoffe nicht. Weil theoretisch ist sie ja in den Genen immer noch blond. Ne? So wie Anna. So. Er geht jetzt. Ne, er geht's aufwischen. Er geht nicht essen. Ach, die stehen hier alle im Weg rum. Anna, was machst du jetzt? Und was machen die Babys? Ich höre die Babys die ganze Zeit singen. Bill muss aufs Klo. Ach so, ja, warte mal, Anna, dann bring ihm doch mal bei, aufs Klo zu gehen. Kommen wir da mal ein bisschen mit voran. Zumindest einer von den dreien. Muss ja jetzt gerade, Anna. Probieren aufs Töpfchen zu gehen, Bill. Theoretisch bräuchte ich eigentlich noch welche. Na, wie viel kosten die? Platz. Bräuchte eigentlich noch so. Gibt sich. Na naja, gut, hilft nichts. Wir haben drei Kinder. Die müssen alle aufs Klo. Gut. Er isst jetzt gleich hoffentlich was. Teller nehmen. Da. Dem Papa geht's auch gut, dann kann er auch ein Kind. Genau, dann gehst du mit Bastian auf die Toilette. Aufs Töpfchen mit Bastian. So, und du musst auch aufs Klo, ja. Dann brauchen wir noch ein Klo. Mach es jetzt einfach. Die Gefahr, dass sie nicht kein Geld für andere Sachen haben, aber ich will hier mal ein bisschen vorankommen. So, Mama. Du bist am Telefonieren. Bring mal. Beibringen aufs Töpfchen und Ben. So. So. Sehr schön. Er geht aufs Töpfchen. Wieso geht Bastian nicht aufs Töpfchen? Er holt Bastian jetzt. Der ist irgendwo anders, scheinbar. Ne, da ist er. Ach, die geht so rum. Okay, gut. Dann geht ihr so rum. Auch in Ordnung. Irgendwann kommt ihr drüben in das Schlafzimmer und so hin. Ach ja, da ist mir noch was aufgefallen an der Treppe. Ich weiß nicht warum. Ich werde es gleich noch ändern, aber das Treppengeländer ist auf einmal bunt. Es war nicht meine Absicht, es so bunt zu machen. Eigentlich sollte es weiß sein wie das andere. Das machen wir auch gleich mal. So, machen wir mal abspeichern. Weil das finde ich jetzt nicht so hübsch. Na komm schon. Es speichert und speichert. Ich weiß auch nicht, warum es gerade so lange dauert. Vielleicht soll ich ein paar
Speicherstelle. Das Ziel kann nicht geändert werden. Okay. Ja, also müssen wir mit einem gepunkteten etwas hier. Warte mal. Kann ich es löschen? Warte mal. Treppe. Ja, löschen geht. Gut. Ich bin gespannt, ob es jetzt wieder gepunktet wird, aber löschen ging. Es ist wieder repariert. Ich hätte damit nicht leben können. Nein, 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 hätte ich nicht. So. Warum weint ihr denn alle? Ihr seid doch alle auf Toilette. So, mal gucken. Er hat trotzdem die Windel voll. Ja, Anna, dann mach ich mal hier eine neue Windel. Warte, mach ich mal Pause. Mach mal Bill eine neue Windel. Mehr, ich muss die Windel wechseln. So. Die anderen sind auf Klo. Ben hat auch eine schmutzige Windel. Du warst ein bisschen langsam mit Ben. Schmutzige Windel wechseln. Aber er ist trotzdem auf Toilette. Super. So, dann kuscheln wir mit ihr. Was hat der trotzdem sonst noch so? Sonst geht's ihm gut. Gut. Dann kannst du es lernen. So, du kannst ihm auch mal die Windel wechseln. Ich glaube, er hat auch eine volle Windel, oder? Oh. Bastian, nein. Bastian nicht. Bastian hat es geklappt. Schön. Ja, dann kuscheln wir mit ihm. Kuscheln und kitzeln. Was braucht Bastian noch? Nix. Gut. Und dann kannst du es lernen. So. So, du kannst auch mal mit Ben noch ein bisschen kuscheln. Kitzeln und dann gehst du, Papa. Gehst jetzt mal nach hier unten. Ah, nee, das ist ja heile. Genau, das ist ja jetzt alles. Ich glaube, es war ja diese Folge. Letzte Folge, wo alles repariert wurde. Sehr schön. Du gehst dann noch erstmal sauber machen und dann kannst du es benutzen. Na gut, dann erstmal benutzen und dann sauber machen. So, benutzen. Du musst halt aufs dreckige Klo, wenn du es unbedingt willst. So. Das war das. Danach gehst du mal nach oben und kannst mal anfangen, deinen Kindern. So, was wünscht sie sich denn? Töpfchen bringen? Mit Jonathan plaudern? Auch eine gute Idee. Freundlich. Plaudern wir mal ein bisschen. So. Ach ja, und sie möchte gerne die Haus dekorieren. Das können wir auch machen. Sie möchte nämlich Girlanden haben, Festtagsbeleuchtung, weil jetzt ist ja bald der Schneeflockentag. Wir machen mal hängend und bunt, wie in Amerika. Sehr schön. Schauen wir uns gleich mal an. Na, wenn das nicht mal schön weihnachtlich aussieht. Wenn auch sonst nichts hier ist und die Fassade immer noch aussieht wie ein Rohbau, so haben wir wenigstens etwas Weihnachtsbeleuchtung. Anna, was machst du da draußen? Recycle mal die Zeitung. Genau. Und dann guck mal nach einem Job. Guck doch mal in der Zeitung, was so für Jobs zur Verfügung sind. Du möchtest ja eh einen Job haben. Ich frage mich gerade, warum du da festhängst, aber gut. Ich hoffe nicht mehr lange, Anna. Könnte kalt werden. Könnte sehr kalt werden, wenn du da so rumhängst. Sieht auch schick aus hier in den Häusern, ne? Auch alles schön bunt beleuchtet. So. Die spricht ihn jetzt an. Wir wollen mal an. Wer hat schon ein dunkelhäutiges Baby mit blonden Haaren? Wir. So. Was macht Adrian denn da? Keine Ahnung. Adrian, du kannst mal hier sauber machen. Lea. So, Arbeit ist hier. Sie ist hier. Sie hängt hier immer noch. Sie ist kaputt. Auch das noch. Mann, Mann, Mann. Overwatch, nein, oder?
Master Controller. Einstellungen. Sichtbarkeit, nein. Was passiert, wenn wir mit ihr uns... So, nee. Gucken, wenn wir in den Umstyling-Raum gehen und dann wieder rausgehen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber ich muss jetzt mal gucken, dass sie da wieder... Dass sie wieder... Sie ist echt hübsch, finde ich. Nein, sie ist genauso wie vorher. Dann muss ich gucken mit Overwatch. Sofort. Nein, das ist alles. Auch nicht das Richtige. Das war mal Master Controller. Anderes Master Controller. Fortgeschrittene Funktion. Nein. Lebensgrundstück, aber wenn ich enden. Grundfunktion. Einladung, Adoption. Nein. Nein. Gelegenheiten. Nein. Laune nach Hause gehen. Party nach Hause gehen. Mal gucken. Nee. Hängt fest. Müssen sie zurücksetzen. Master Controller. Grundfunktion fortgeschritten, Profifunktion. Nee, Sim zurücksetzen. Nein. Hier Sim zurücksetzen. Ja, so Anna, wo bist du? Sie ist jetzt hier im Haus und geht jetzt gleich auf die Toilette. Nein, sie muss gar nicht mehr auf Klo. Okay. Nee, über die Fissen, das kommt auch weg. So, Anna ist wieder repariert. Sehr schön. Dann kannst du jetzt mal hier aufräumen. Nein, ich wollte mal, ich habe eben was gesehen. Danach hat sie den Job suchen. Sie ist ja neurotisch. Wollen wir sie mal ein bisschen neurotisch zeigen lassen. Anna, flipp doch einfach mal aus. Okay, das war's. Arme Neurotikerin. So, jetzt such dir mal einen Job. Warte mal, recyceln. Und Job suchen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich hoffe ja. So, denen geht es immer noch super. Sie sitzt hier und liest ein Buch. Stattdessen könnte sie auch den Kindern was beibringen. Bastian in die Luft werfen. Das kriegen wir hin. In die Luft werfen. Er wünscht sich, dass er laufen kann. Und Bastian sprechen. Ja, dann übt doch mal mit Bastian danach sprechen. So, Bastian sprechen beibringen. Und du kannst Ben mal... Nein, du gehst arbeiten. Oh, der ist auch krass kaputt. Also einmal muss er wenigstens... Komm hier. Ein Synchrogramm musst du erledigen. Da haben wir auch noch nicht gemacht, ja. Schaffen wir jetzt auch nicht. Ein Synchrogramm musst du erledigen. Nee, kannst du auch nicht. Du musst jetzt erstmal deine Pflicht nachkommen. Und da ist ja schon wieder kaputt. Ja, das ist, wenn die alt sind, ne? Dann haben sie keine Energie mehr. Geh mal hier hin. Wäre natürlich toll, mit ihm auch sowas zu haben wie tranceartiges Schlafen. Aber gut. Geh erstmal zum Baum. So. Die Rezeptionistin. Mausoleum. Buchhändlerin. Ach, Buchhändlerin klingt gut, ne? Ja. Ja. Buchhändlerin. Super. Und jetzt suchst du dir noch einen Job. Die ist schon wieder kaputt. Was ist mit Anna los? Irgendwie. So, du gehst jetzt mal hier hin. Nein, Adrian, du gehst jetzt hier hin, Job suchen. So, du möchtest nämlich auch gerne einen Job haben. Okay. Das waren jetzt einige Fehlermeldungen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. 100 Stück, oh mein Gott. Ihr seht es. Die nur wegklicken. Aber gut. Trotzdem wird sich
Adrian einen neuen Job suchen. Tut mir leid, dass diese Folge nicht sehr ausschlaggebend ist. Rezeptionist ist super, nehmen wir an. Aber sowas kommt ja auch mal vor. Mit immerhin haben die jetzt einen Job. Finde ich. So. Er hat das gemacht. Er ist ja, wie hätte es anders sein können? Er ist wieder blau. Er hat irgendwas mit der Dusche gehabt. Geh mal duschen. Geh mal duschen und dann gehst du mal ins Bettchen. So. Schlafen. So, die haben sich angefreundet. Anna, du kannst mal Sonntagabend aufräumen. Und dann, falsche Richtung, gehst du auch zu Bett. So, schlafen. Im Bett von Anna schlafen. Du bist Anna. Also irgendwie, keine Ahnung, was da gerade los ist. Er duscht jetzt zum Glück. Er ist total K.O. Gut. Und du? Du bist noch nicht mehr so müde. Das ist gut. Ist Ben müde? Ja, aber Ben kann erst noch was essen. Gib ihm noch mal was zu essen. Auf Boden füttern. Wie sieht's aus dem Bill? Bill hat auch ein bisschen Hunger. Und gib ihm auch noch mal was zu essen. Ist nett von dir, Adrian, aber die müssen erst noch was essen. Ne? Von daher... So, jetzt futtern sie gerade. So, er geht jetzt auch gleich schlafen. Anna schläft hoffentlich jetzt. Ja, sie schläft. Adrian kümmert sich jetzt noch darum. Ist auch gut. So. Dann lege ihn mal hin und gebe ihm was zu essen. Mit seinem Hasenkostüm. Ja, ich habe kein Geld für einen Kleiderschrank. Das Geld, was ich habe, muss ich echt sparen für andere Dinge, die wichtig sind. Ein bisschen was zurückhalten ist auch nicht schlecht. So, er ist fertig. Zum Beibringen aufs Häufchen geben, Ben. Midlife Crisis von Thais ist endlich vorbei. Sie hat nicht so recht das Gefühl, die gewünschte Veränderung geschafft zu haben, aber sie hat sich mit dem Leben abgefunden. Sie hat einen Wunsch erfüllt. Ja, Tracy, mit deinem Leben kann man sich auch nur abfinden. Hust, hust. So. Gut, und danach kannst du ins Bett gehen. Hast du gut gemacht. So, schlafen. Sieht so aus, als wenn Bastian gleich reden kann. Sehr schön. Das ist nicht schlecht. Nicht so schlecht. So, ein schönes Foto. Wenn die drei drauf sind. Nicht so wie das Familienfoto vom letzten Mal. So, Adrian geht zu Bett. So, Tracy. Entweder du schaffst das gleich, dass er reden kann, oder du machst es beim nächsten Mal fertig. Im Kinderbett legen Ben. So, Bill. Dann ihm auf Boden füttern und mit Bill Töpfchen beibringen. So, noch ein Tick, komm. Noch ein Tick, noch ein Tick, noch ein Tick. Noch einen Tick. Dann haben wir's. Basti, Basti, los, lernen, reden. Und. Es hat geklappt. Wenigstens eine Sache. Wenigstens einem von den drei konnten wir was beibringen. So, jetzt hat er aber auch Hunger. Jetzt hat er aber auch Hunger. Kann ich völlig verstehen. Das erzählt er jetzt auch, natürlich. Das erzählt er jetzt natürlich auch. So, Ben kommt ins Bett. Ich meine, die drei sind ja schon niedlich. Kann man ja nichts sagen. Wenn es denn läuft. Wenn man das Geschrei ein bisschen ausschalten kann.
dann geht's ja so ein bisschen. So. Dann mach mal, genau, gib ihr was zu essen. Trink du mal. Die Flaschen, dachte ich, haben Nuckel. Ich dachte gerade schon, die haben keine Nuckel, aber haben sie. So halb, zumindest. So, jetzt geht sie mit ihnen nochmal das Töpfchen üben. Fleißige Mama. Die neue Haarfarbe und die neue Frisur scheint Wunder zu wirken. Tracy ist wahnsinnig motiviert. Ja, sie möchte ihm beibringen, Laufen beibringen, das ist auch gut. Guck mal, Bill hat es auch fast hinter sich. Jetzt fast geschafft. Auch nicht schlecht. Wenn die dann allein auf Klo können, ist das auch eine gute Erleichterung. Stellt euch gerade auf, die sind alle drei blond, ne? Ja, alle drei haben sie ihre Haare. Der einzige, der Jonathans Haare hat, ist Adrian. Puh, welche eine Erleichterung. Sehr schön. Wieder was geschafft. Juhu. Also war sie doch nicht so erfolglos, diese Folge. So, er muss jetzt eine neue Windel haben. Schmutzige Windel wechseln. Dann hat sie sich... Nein. Das habe ich gerade echt gedacht, sie ist schon wieder auf. Gut, und bevor das tatsächlich passiert, beende ich diese Folge und sage euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich speichere jetzt ganz schnell und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Sims 3, die 100 Babys Challenge. Bis dahin, tschüss!